Es sind nicht immer irgendwelche Leute schuld. Wir können es doch machen. Immer die blöden Politiker, die blöden Banker, die blöden Journalisten. Immer die da oben, denen da oben den Spiegel vorhalten. Ja, aber das ist so wohlfeil, das macht jeder Stammtisch. Das kostet auch nichts. Uns selbst den Spiegel vorhalten. Da ist Bewegung drin und da tut sich was. Denen da oben, das hat so was Vordemokratisches. Das kommt so aus der Feudalzeit. Man gibt ihnen auch uneingeschränkte Macht, wenn man dauernd den Fokus auf die legt. Wir sind doch der Souverän. Wieso entmachten wir uns dauernd? Her mit der Selbstermächtigung. Wir haben es doch in der Hand. Man kuschelt sich dann. Man kuschelt sich dann in so eine ohnmächtige Opferrolle rein und alle sind sich ja einig, dass die doch... Ich finde das toll, dass sie sich das heute alles anhören, muss ich mal ehrlich sagen. Das finde ich super. Wir könnten uns heute so einen schlanken Fuß machen, oder? Ich watsch die alle ab, stellvertretend, diese ganzen Funktionäre, die sich im Übrigen alle 4 Jahre wechseln und dann watsch ich die nächsten ab. Die blöde von der Leyen, der blöde Gauck, der blöde de Maizière und die blöde Merkel und wie der Steinmeier überhaupt aussieht und so. Und dann lachen wir alle und sind uns alle einig und fertig ist der verschwitzte Kabarettabend. Wem nützt das? Wo ist unser Anteil an der Misere? Der kommt mir immer zu kurz. Was die da oben falsch machen, das ist ja hinlänglich bekannt. Das steht ja in 17.000 Tageszeitungen jeden Tag. Was wir jeden Tag so verkacken, das steht in keiner Zeitung in der Regel. Wir haben doch Anteil an dem Ganzen. Das stimmt ja alles. Ich meine, was die da oben uns verarschen, das ist jetzt bekannt, seit Gutenberg den Buchdruck erfunden hat. Den gar nicht Gutenberg erfunden hat, sondern die Chinesen 600 Jahre vorher. Aber die waren halt nicht aus Mainz. Ja, hier geht's doch. Die da oben, ich meine, es geht doch auch gar nicht um Information mehr. Jeder Achtklässler kann sich für seine Hausaufgaben jeden Heckler, Kraus, Maffei, Wegmann, Koch, Skandal mit Schießgewehren zusammen googeln. Mit 30 Mausklicks hast du jeden Goldman Sachs Skandal, jede schwäbische Hausfrau und jeder zornige Frustbeutel mit 70 kann sich jeden Pharma-Skandal und den ganzen Schwachsinn mit 30 Mausklicks zusammen googeln. Das ist doch gar nicht mehr, das kennt doch jetzt jeder, das weiß doch jetzt jeder. Ist doch, aber was ist mit uns? Wir haben doch gesehen, wie 2008 nach der Lehman-Pleite der Alan Greenspan, der Papst, der neoliberale Papst, da vor dem Senatsausschuss gesessen ist, wie so ein Schuljunge mit knallroten Ohren, hat sich in Grund und Boden geschämt und gesagt, er hat sich so getäuscht, eine Lebenslüge, das Ganze war total falsch von hinten bis vorne. Das haben wir doch alle gesehen. Hat sich unser Verhalten seitdem geändert an der Börse? Also, wo sind wir bereit, einen Millimeter aus unserer sogenannten Komfortzone zu rutschen, weil wir ja da die Apparatschiks haben, die wir abwatschen können. Ich habe eine Talkshow gesehen, da sagte einer dieser Talker, sagte, ja, wie wollen wir denn die Zukunft jetzt irgendwie besser machen? Und jetzt fangen Sie nicht damit an, dass wir Bio-Lebensmittel kaufen. Wieso nicht? Natürlich. Wie wollen wir sonst anfangen? Man will immer gern den großen Bogen denken, ist aber nicht bereit, diese kleinen profanen Trippelschritte am Anfang schon zu machen. Was wollen wir denn? Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das funktioniert nicht mehr lange. Immer ist jemand schuld. Die Ackermänner, ja, dass die mit Mausklick Milliarden vernichten können. Ja, wir wollten die Parteien nicht wählen, die Börsenumsatzsteuern einführen wollten. Wir haben Lafontaine und Wagenknecht und Gysi 10 Jahre lang abgewatscht in jeder Talkshow für die Forderung und für Mindestlöhne. Das haben wir alles nicht einführen wollen, ganz lange, bis heute. Man könnte diese Fantastilliarden melken, die so in Nanosekunden durch die Welt gehandelt werden. Wollen wir nicht. Die Parteien, die das wollten, sitzen jetzt in der Opposition und haben ein paar Minuten Redezeit pro Stunde. Also wir sind's doch. Ich verstehe es nicht. Immer ist jemand schuld. Wir machen uns das sehr einfach. Das ist mir immer zu wenig. Das ist immer einseitig. Stimmt ja alles. Kann man alles recherchieren. Aber wir? Finden wir gar nicht statt? Nur in Form von Zorn oder in Form von wunderbaren Begrüßungsapplaus dann am Münchner Bahnhof. Das ist ja wunderbar. Mögen wir uns das lange noch erhalten. Aber wir wollten doch die letzten 20 Jahre keine 3% Rendite und 5% Rendite. Wir wollten doch 15 und 25%. Kannst nicht dein Leben lang Fleisch essen und dann mit dem Gichtanfall den Metzger anzeigen. Das funktioniert nicht. Wie wäre es mit Erwachsenwerden?
Das ist mir immer zu wenig. Und die Merkel ist an allem schuld. Seit 10 Jahren lese ich jetzt diesen Schwachsinn in allen Zeitungen. Die Merkel ist schuld an unserer Lähmung und an unserer Lethargie und dass wir so apolitisch sind. Was? Diese hat ja eine Zauberkraft, die Frau Merkel. Das ist ja ungeheuerlich. Und was stellen wir uns aus für ein erschütterndes Zeugnis, wenn wir uns von einer Frau Merkel lähmen lassen können? Was sind wir für Weicheier? Ich verstehe das nicht. Man hat oftmals den Eindruck in Deutschland, dass die Leute im Grunde enttäuschte Demokraten sind, im Grunde ihres Herzens Royalisten, die sich einen König wünschen, damit sie ihn doof finden können. Das ist so ein Obrigkeitsding, so ein Untertanending. Ich verstehe das nicht. Die Frau Merkel ist schuld, dass wir bei Amazon einkaufen und bei Starbucks Kaffee trinken und alle 2 Jahre das neue Samsung Gigaset, Gigadingsbums, wie heißen die, Galaxy kaufen. Und dass wir für 19 Euro 3-mal im Jahr durch Europa fliegen zum Urlaub, ist die Frau Merkel auch schuld. Die Frau Merkel ist überhaupt an allem schuld. Die Frau Merkel ist auch schuld, dass wir nicht mehr zur Wahl gehen. Ja, potztausend, da haben wir es doch. Endlich haben wir jemanden. Wegen der Merkel gehen wir doch nicht mehr zur Wahl. Das könnte uns so passen. Wir haben es gut, oder? Sind Sie auch so froh, dass Sie bei den Guten sind? Bin wahnsinnig froh. Bei mir hat der Zauber nie gewirkt, von Frau Merkel zum Beispiel. Ich gehe immer trotzdem noch zur Wahl. Ganz eigenartig, so eine Immunität. Komisch. Ja, da kann man doch nicht mehr unterscheiden, die Parteien. Früher, da gab es Strauß und Wehner. Ja, aber das ist halt rum. Das ist halt rum. Ja, da gab es Schwarz-Weiß, gut, böse, hell, dunkel, falsch, richtig, wir, die. Das ist halt vorbei. Versuchen Sie heute mal irgendeinen Jogginganzug zu kaufen oder einen Dildo oder einen DVD-Player, der nicht aus irgendeinem elenden Polizeistaat kommt, mit dem wir ansonsten nichts zu tun haben wollen. Das ist halt vorbei. Den hätte man sich aber gerne noch erhalten, diesen Kindergeburtstag. Jetzt wundert man sich über den Clash of Cultures. Das war ganz schön. Haben Sie das mitbekommen hier? Spiegel, das war ganz toll vor ein paar Wochen. Hier sieht man diese Familien, wie die in so einer Kiste sind. Und hinten auf der Rückseite siehst du eine Familie, die eine neue Miele kriegt. Ja. Also die Anzeigenredaktionen. Das ist im Grunde das, was sich begegnet am Münchner Hauptbahnhof. Und wenn wir es nicht hinkriegen und weiterlesen, Deutschland schafft sich ab und nur über die schimpfen, das ist halt vorbei. Das ist von gestern. Merkel mache ich nicht verantwortlich für meine Trägheit. Überhaupt, das wäre noch schöner. Merkel ist schuld. Die Politik muss mal was machen. Ist auch schön. Ja. Wir wären ja viel aktiver, heißt das doch im Klartext, wenn wir eine aktivere Kanzlerin hätten. Aber so, nö. Glauben wir uns den Scheiß, den wir uns ins Ohr blasen seit 10 Jahren? Glaubt da einer dran? Ist doch wohl nicht wahr. Und die unendliche Macht der Frau Merkel verzaubert ein ganzes Land. Dornröschen. Ja, wir haben die Metaphern längst, die bösen Stiefmütter und alles. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube es nicht. Einmal im Monat eine Jammer-Talkshow über Amazon und Starbucks und Apple, dass das Schweinesysteme sind, die die Leute und die Natur ausbeuten, kaum Steuern zahlen und unsere Einzelhändler gehen kaputt und unsere Buchhändler. Dann kauf halt nicht mehr bei Amazon. Lass es halt. Ja. Ja. Dann kommen aber sofort die Untertanen aus dem Gehölz und rufen, das nützt aber nichts, erst muss man das Kartellgesetz ändern. Natürlich, das wäre sehr wünschenswert, aber so wie ich uns kenne, kann das noch 3 Legislaturperioden dauern, bis wir die Leute wählen, die das ändern wollen. Bis dahin kann man schon mal aktiv werden. Wenn man nicht einmal das macht, habe ich kein Mitleid. Und die ganzen LKW-Staus mittlerweile, 24/7 LKW-Staus mittlerweile, ist ja ein Wahnsinn, LKW-Staus. Ja, weil die deine Zalando-Schuhe durch die Gegend fahren, du Schnalle. Ja, verstehe ich nicht. Wir sind der Stau, oder? Haben die das nicht gerufen in Leipzig, 89? Ja. Das war prophetisch, ja klar. Und jetzt sieht man, was für ein Stau da ist. Die Ungarn tun einem auch leid langsam. Das muss bitter sein, oder? Wenn du Ungar bist,
Und immer weißt, die Leute, die zu dir ins Land kommen, wollen alle nicht bleiben. Die wollen durch. Wie scheiße ist das denn? Und das war immer so. Schon die Ossis wollten nur über Ungarn schnell nach Westdeutschland. Wie fuck, oder? Oh no. Gruselig. Ja. Und wir haben hier reichlich zu tun. Immer ist irgendwas. In der Buchhandlung meines Vertrauens in Essen, wo ich immer gerne bin, da ist auf der Kundentoilette so ein Aufkleber drauf. Da steht drauf: Dies ist eine Toilette für unsere Kunden. Kunden von Amazon, gehen bitte bei Amazon auf die Toilette. Finde ich sehr schön. Finde ich sehr toll. Ja, das ist so. Ja, das geht irgendwie. Irgendwie kriegt man es hin. Aber wir haben dann auch so eine Rhetorik drauf. Ja, dann wird es auch nicht besser. Dann nennt man Leute sozial schwach. Die sind doch nicht sozial schwach, die sind ökonomisch schwach. Meiner Erfahrung nach sind oft die ökonomisch Starken sozial schwach. Das ist so eine Brutalität schon in der... Das wird so abgemeiert. Ja, und nach 10 Jahren dieser Hassdiskussion haben die Leute nur noch Milchbrei im Kopf. Auf der Straße sagte einer zu mir: Herr Rether, wissen Sie, was hier unser Problem ist? Wir bauen den Juden zu viele Moscheen. Ich sage, hey. Ich sage, super. Ich sage, vielen Dank fürs Gespräch. Ist doch nicht lustig. Das verrutscht den Leuten alles. Nach 10 Jahren haben wir genau das, wir haben genau davor gewarnt, genau das passiert. Das rutscht den Leuten einfach alles weg. Die erzählen tolle Sachen, die Leute. Meine Buchhändlerin sagte zu mir, neulich war einer da, der hat gesagt, er hätte gern den Kafka in einer guten deutschen Übersetzung. Neulich war einer da, der hat gesagt, er hätte gern einen Globus vom Ruhrgebiet. Ist das nicht schön? Ja. Und das sind normale Leute. Die dürfen auch wählen. Ja. Die haben auch Kinder, denen sie die Welt erklären müssen. Ja. Willst du wissen, wo Bochum ist? Moment, ich hol mal meinen Globus vom Ruhrgebiet. Super. Man merkt das gar nicht. Und die stehen unter Umständen neben dir an der Supermarktkasse und du hast keine Ahnung, dass sie nur Sauerkraut im Kopf haben. Ja. Ja, wählen musste. Wählen ist wie Zähneputzen. Wenn du es nicht machst, wird es braun. Ja, das geht ruckzuck. Ja, guck mal in Frankreich. Immer das gleiche Spiel. Und dann, wenn du nicht einverstanden bist mit diesen Zuständen, da gibt es ein Füllhorn von diskreditierenden Begriffen. Von Gutmensch bis Heulsuse, Pazifist, heul doch du Opfer, was weiß ich, Moralapostel, moralischer Zeigefinger, Moralinsauer, auch so Alt-68er Kampfbegriffe, die überhaupt nicht mehr verfangen, die überhaupt nicht mehr adäquat sind. Geht doch nicht um Moral. Früher waren die Begriffe wichtig in den 60ern. Da gab es die Moralapostel, die Pastoren oder was, die gesagt haben, kein Sex vor der Ehe, sonst kommst du im Pflegefeuer drin rein. Ja. Da war das noch wichtig, aber darum geht es doch heute nicht mehr. Das ist doch absurd, nicht bei der Information und der Reflexion, die wir haben. Das kann doch nicht wahr sein. Moral ist das alte Denken. Moral ist relativ leicht zu haben. Die kommt meistens von oben, da hat dann Gott, Jesus und Moses und so und dann hast du hier die 10 Verbote von Moses und dann lalala und dann Schuld und Sünde und Strafe und verkehrt und fühl dich scheiße so. Und das ist Moral, das war das alte Denken, Religion. So, Moral galt jahrhundertelang nur einem Zweck, nämlich Selbsterfahrung zu verhindern. Das ist doch nicht mehr der Fall. Spätestens seit Freud oder seit Voltaire und Lessing oder was, wann setzt man das an ungefähr? Oder heute, dieses Jahr, sowieso. Ist doch nicht mehr Moral das Ding. Moral ist zu einfach und zu schlicht. Es geht um das Gegenteil, um Verantwortung, um Selbstverantwortung. Und das ist ungleich schwerer. Da musst du was in die Waagschale werfen. Bei dem anderen hältst du dich an Regeln, die so alt sind. Vieles ist ja ganz gut, aber das ist zu einfach, das ist zu läppisch. Es geht nur um uns. Ja, und um die Aufregerei.
200.000 Leute haben den Lanz doch angefurzt. Wissen Sie noch letztes Jahr, eine zornige Petition gegen diesen Lanz, dass das eine frivole, vulgäre Kack-Talkshow ist und das ist so ein Flegel, der Lanz. Wissen Sie noch, was da los war? 200 Zornige mit Schaum vorm Mund. Ja, das ist der Hammer. Dann sagten die, für 17,50 Euro GEZ-Gebühr erwarte ich aber Niveau. Und dann schalten sie Lanz ein. Ich meine, die Leute übernehmen nicht einmal mehr Verantwortung für ihre eigene Fernbedienung. Was machst du mit so Leuten? Dann guck doch irgendwie Arte oder Phoenix oder sowas. Da hast du Niveau 24/7, das gibt's in der ganzen Welt nicht. Kriegen wir Freihaus geliefert. Da hast du aber die BBC in ihren guten Momenten, kommt dann das Arte-Niveau. Ich gucke so gerne Arte. Sie auch? Das ist Wahnsinn. Ich komme mir da immer so doof vor bei Arte. Ne? Sie sich auch? Ich genieße das ungemein. Ja. Da gibt es immer Leute, die viel kosmopolitischer sind als ich, die viel mehr Sprachen können und viel mehr Bücher gelesen haben, die Sachen erzählen, von denen ich noch nie gehört habe. Das ist fabel. Ich fühle mich so blöd. Weil wenn man dann auf Privatsender, da fühlt man sich immer so schlau gleich. Ne? Das ist so, furchtbar ist das. Da habe ich dann Mitleid und denke dann, ach, der arme Willi und so. Und dann kommt so eine innere Überheblichkeit, das will ich überhaupt nicht. Dann schalte ich schnell auf Arte wieder da. Fühle ich mich wieder doof und klein, das ist so angenehm. Ja, ja, aber die Leute wollen aber das Niveau nicht von Arte, die wollen das von Lanz haben. Ja, ins Schwimmbad gehen und dann den Bademeister anfurzen, weil das Wasser nass ist. Ja. Das geht halt nicht so richtig. Ja, funktioniert nicht. Wir holen uns die innere Balance im Ayurveda-Urlaub in Indien und den Rest des Jahres jammern wir über die schlechte Ökopolitik von Frau Merkel. Wer nach Indien fliegt zur inneren Balance, der hat den Rest des Jahres über Ökologie nicht mehr zu sprechen. Oder wollen wir beides haben? Wollen wir beides dürfen, alles dürfen und gar nichts müssen? Das funktioniert halt so nicht. Überhaupt nicht. Wir bauen uns dann immer einen zurecht. Wir finden auch Pelzmäntel doof. Wir tragen nämlich Daunenjacken. Ja. Weil die ja am Daunenbaum wachsen. Ich kenne tatsächlich Leute, Bekannte von mir, die sind vom Ayurveda-Urlaub aus Indien, die haben das per Internet mitbekommen, sind die direkt zu Stuttgart 21 geflogen und haben für den Erhalt von Platanen demonstriert. Ist das nicht fabelhaft? Haben gerade 7 Tonnen CO2 rausgeballert, um sich warmes Öl auf ihre hohle Birne laufen zu lassen. So toll, so super. Ey, was machst du mit so einer Gesellschaft als Politiker? Da bist du fertig, da kannst du nur noch essen wie Gabriel. Ja, ja. Ist so zum Verzweifeln. Wir setzen nicht an irgendwie. Und wir haben alles in der Hand. Ich habe das Gefühl, je mehr Informationen wir haben, desto träger und zynischer und läppischer und indolenter werden wir. Ja, Herr Rether, wenn's kein Fleisch mehr gibt, dann esse ich halt Veganer. Ja. Der Witz funktioniert eine Sekunde und danach wird's bitter. Was hinterlassen wir unseren Kindern? In 30, 40 Jahren. Hier habt ihr einen Wüstenplanet und einen lustigen Veganerwitz. Guckt, was ihr draus macht, ihr Arschgeigen. Wir sind da mal weg. Das ist aber läppisch. Mehr fällt uns nicht ein. Verstehe das nicht. Die Sachen sind ja bekannt. Bleiben völlig folgenlos, offensichtlich. Wir wollen auch noch Kinder kriegen. Und auch in Urlaub fliegen und auch grillen. Während wir mit unseren Kindern grillen, grillen wir ihnen in die Zukunft weg. Guck mal hier, Kleiner, das ist deine Zukunft, die wir gerade grillen, mit Senf. Erklären wir das den Kindern, dass jeder dritte Liter Wasser in die Massentierhaltung geht? Dass für ein Kilo Rindfleisch 15.000 Liter Trinkwasser benötigt werden? Sagen wir das den Kindern, wenn wir grillen mit ihnen, dass das jetzt ihre Zukunft gewesen wäre? Das wäre dein Preis gewesen. Gucken wir uns jetzt noch die nächsten 30 Jahre verzweifelte Milchbauern an. Seit ich Kind bin, sehe ich verzweifelte Milchbauern.
die ihre Milch wegkippen. Wollen wir uns die weiter angucken, die verzweifelten Geflügelzüchter, die nächsten 30 Jahre und die verzweifelten Schweinezüchter und die Tiere sind verzweifelt. Alle bedauern sich gegenseitig. Wollen wir uns jetzt noch 30 Jahre bedauern oder machen wir mal einen Cut und befreien diese Geflügelzüchter endlich von der Tierhaltung und diese Milchbauern endlich von der Tierhaltung und die Schweinebauern endlich von der Tierhaltung? Was wollen wir, wie wollen wir es machen? Und die Politiker sind auch verzweifelt. Die sind eingekeilt zwischen der Fleischlobby und der Pharmaindustrie, die das alles hinrichtet, die multiresistente Keime produziert und das Trinkwasser ruiniert, die Regenwälder abholzt und den gierigen Leuten, die das Fleisch dauernd haben wollen, rund um die Uhr, wie Wasser aus dem Wasserhahn. Und auf der anderen Seite zwischen den Wissenschaftlern, die längst sagen, wir müssen endlich aufhören, Fleisch zu essen und Tiere zu halten. Dazwischen stehen die Politiker und müssen es den Leuten recht machen. Und alle sind verzweifelt. Wollen wir jetzt gemeinsam weiter verzweifelt bleiben? Verstehe es gerade gar nicht. Jeden Tag eine Fläche von Köln vernichten wir an Regenwald. Man hört dann immer, ein Hektar Regenwald hat mehr Arten als der ganze europäische Kontinent. Eine Fläche von Köln vernichten wir täglich, jeden Tag. Der ist bald weg und wir wissen, was da dran hängt an Wetter und an Zirkulation. Wieso bestürzt uns das nicht? Das müsste unser Morgen- und unser Abendgebet sein. Und dann kommt lange nichts. Und dann kommen Kriege und Flüchtlinge und Religionskriege und Bankendings und alles. Das ist alles nichts dagegen, dass uns gerade die Biosphäre auseinanderbricht. Und es wird passieren, dass die UNO das verbietet. Weil die Politik soll es ja richten, höre ich immer. Die Politik muss was machen. Wir machen es ja nicht freiwillig. Also wird die UNO eines Tages den Kaffee auch aufhaben und sagen, so, liebe Fleischlobbyisten, es hilft jetzt nichts. Die halbe Weltkugel ist jetzt fertig. Wir müssen es jetzt verbieten. Und die wird dann per Reuters und per dpa so einen Ticker rausgeben, irgendwann in 20 Jahren oder in 25 oder in 30. Viele von uns erleben das bestimmt noch. Liebe Leute, ab 1.1. Fleisch und Fisch sind aus. Für 20 Jahre oder so. Das wird kommen irgendwann, weil wir es freiwillig nicht machen. Ihr habt jetzt seit 40 Jahren gesehen, schon Jacques Cousteau und Heinz Sielmann haben euch das gezeigt, dass die Schleppnetzfischerei die Weltmeere abfuckt. Heute erklärt euch dasselbe immer noch Hannes Jennecke und Ranga Yogeshwar. Und weil ihr nichts gemacht habt in der Zwischenzeit, ist der Fischbestand abgefuckt. Die Meere sind kaputt, die Urwälder sind platt, die Sachen sind ausgerottet und der Fischkonsum ist exponentiell nach oben geschossen. Also verbieten wir jetzt den Fisch einfach mal für 20 Jahre. Man kann ja die ganz armen Länder, die ausschließlich Fisch haben zum Leben an der Küste, kann man ja per Gesetz rausnehmen. Die schädigen aber auch das Ökosystem ja nicht. Das wird man machen. Vorher passiert nichts freiwillig. Oder irgendeine Bundesagrarministerin oder ein Kanzler wird durch multiresistente Keime zwei seiner Enkeltöchter verlieren. Dann ist der Aufschrei groß, dann gibt es 17 Talkshows und dann muss man genau wie jetzt mit den Flüchtlingen Hals über Kopf, hoppel die hoppel, irgendwas zusammennieten und das Fleisch verbieten. Dann wird das noch unter dem Tisch verkauft wie Drogen heute. Anders funktioniert es nicht. Wir werden das genau erleben. Erst müssen uns flächendeckend Kindergärten aussterben hier durch multiresistente Keime, bevor wir das endlich... Und dann hören auf einmal die Milchbauern auf. Die wollen ja ihr Land auch nicht vernichten, die Bauern. Die sind doch am Anschlag. Die müssen ständig pflügen und wieder verdichten. Die oberste fruchtbare Schicht ist vollkommen ruiniert. Und pflügen und verdichten und wieder mit dem Trecker drüber verdichten. Und das Zeug wächst nur, wenn du es düngst und Pestizide und düngst und Pestizide... Wollen wir das jetzt noch weitermachen oder haben wir die ganzen Informationen jetzt gesammelt und hören auf damit? Es wächst nichts mehr, kein Kleinlebewesen mehr im Acker und gar nichts. Und dann können wir uns um Banken kümmern und um sonst was. Was interessiert mich ein reguliertes Bankensystem, wenn sich unsere Mentalität nicht ändert und wir weiter ein Volk von gierigen Schnäppchenjägern bleiben? Das ist das Problem, was wir haben mit der Ökologie. Ich habe im National Geographic habe ich eine Metastudie gelesen letztes Jahr. Da haben sie mal alles zusammengerechnet, was dann Energieverbrauch nötig ist. Da haben sie gesagt, von 100 Kalorien, die wir in die Geflügelzucht stecken, bleiben 13 Kalorien für den Hühnerfleischesser übrig. 87% ist vernichtet. Von 100 Kalorien in der Schweinezucht bleiben für den Schweinefleischesser 10 Kalorien übrig. 90% vernichtete Energie. Die alles hinrichten, die Märkte kaputt machen in Afrika, sodass die Leute vor Elend herkommen müssen. Von 100 Kalorien, die du in die Rinderzucht steckst, bleiben für den Rindfleischesser 3 Kalorien übrig. 97% der Energie ist vernichtete Energie.
Jedes Unternehmen, was so arbeiten würde, würde sofort abgewickelt werden. Die dürften nicht einmal ihre eigenen Quartalszahlen schreiben, die ersten. Aber dieses Unternehmen wird mit Milliarden subventioniert, wir verzweifeln, werden krank und unsere Grimme-Preisträger machen auch noch die Beine breit für McDonald's. Das kann nicht mehr sein.